Leo Di Bernardo, Küchenchef, litt jahrelang unter Stress und Abgespanntheit. Dörten Wolf, Ärztin für Allgemeinmedizin, hatte Beschwerden am Bewegungsapparat. Ria Brandstedt, Unternehmerin, wusste nicht, was sie gegen ihre Migräne tun soll. Alle drei fanden Hilfe unter diesen zwei Händen. Schauen Sie das Video. Ankommen. So wie man gerade drauf ist. Den Alltag draußen lassen. Als ich das erste Mal in ihr Loft kam, war ich schon sehr begeistert, weil es einfach wunderschön aussieht. Die Atmosphäre genießen bei einer Tasse Tee, bevor es heißt, sich fallen lassen. Ich habe mich entspannt gefühlt und wie auf Wolken. Und mein ganzer Alltagsstress und meine Verspannungen waren wie weggeblasen. Sich geborgen fühlen. Geborgen in den Händen von Rosemarie Böhmer. Wissenden Händen. Händen, die es verstehen, Verspannungen zu lösen, tiefsitzende Blockaden zu beseitigen und neue Energien freizusetzen. Bei mir haben sich sämtliche Verspannungen gelöst und die Massage selber ist wirklich so, dass man das in der Minute merkt und spürt, dass man sozusagen gleich erlöst ist von seinen Härten in den Muskeln. Wenn ich die Massage mache, bin ich sehr entspannt. Ich arbeite nicht mit Kraft, ich arbeite mit Gewicht, was die Sache für mich auch sehr schön und entspannend macht. Rosemarie Böhmer kennt die Energiebahnen, die jeden Körper durchziehen. Und sie versteht es, diese Linien Punkt für Punkt mit neuem Leben zu erfüllen. Sie versteht es, durch die richtigen Handgriffe die Selbstheilungskräfte des Körpers neu zu aktivieren. Rosemarie Böhmer hat ihr Handwerk in Thailand gelernt, basierend auf der Tradition Jahrtausende alten Wissens der medizinischen Thai-Massage. Was sagen ihre Patienten? Für mich ist das natürlich immer auch eine kleine Auszeit, die ich mir nehme, wie so ein kleiner Urlaub nach Thailand. Und das ist für mich auch pure Entspannung. Und das ist natürlich auch ein gesundheitlicher Aspekt, denn ich fühle mich einfach gesünder und fitter. Ich habe einen sehr stressigen Beruf. Ich bin Küchenchef. Und ich habe hier die beste Umgebung, um diesen Stress loszuwerden, abzubauen. Ich möchte vielen Dank sagen für die Hilfe, die Rosemarie Böhmer mir gegeben hat. Also auch als Ärztin braucht man mal medizinische Hilfe. Vom vielen Schleppen und Tragen war mein Bein und Becken ganz schief geworden. Und sie hat es über ihre Kunst der Massagetechnik, die sie erlernt hat, also in Thailand, wunderbar gerichtet. Und da bin ich ihr sehr dankbar dafür.